Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ich begrüße euch selbstverständlich ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir auf der PlayStation 3. Und heute habe ich mal gedacht, mache ich ein kleines Abonnentendank-Video, weil ich mich wirklich bei euch bedanken will von ganzem Herzen. Guckt mir tief in die Augen, ich gucke euch jetzt auch direkt an. Und ich wollte euch einfach mal sagen, dass ihr wirklich spitze seid. Vielen Dank, dass ihr der junge Zocker abonniert habt. Weil der junge Zocker ist nicht nur ein YouTube-Kanal, sondern auch ein PlayStation 3-Account. Und warum fragen sich viele immer, was bedeutet YouTube Gamescom? Für die Leute, die jetzt frisch dazugekommen sind und vielleicht von PlayStation 3-Spielen überhaupt keine Ahnung haben, YouTube Gamescom ist einer meiner, ist besser gesagt, mein Hauptaccount auf der PlayStation 3. Dann habe ich noch eine zweite PlayStation 3 von Sony, weil es kann natürlich immer sein, dass die PS3, wo ich jetzt habe, verreckt, zum Beispiel, dass der Lüfter am Arsch geht, das Laufwerk am Arsch ist. Und aus dem Grund habe ich tatsächlich noch eine zweite PlayStation 3 und auf dem habe ich eben den YouTube, den PlayStation-Namen der junge Zocker. Man baut dir vor. Ich habe mal die Klotze angemacht, weil ich heute noch ein kleines Let's Play machen möchte. Und Let's Play Videotext. Und ich habe da etwas gelesen, was mich ein bisschen schockiert hat, weil ein Mann, 74 Jahre alt, er schießt Hammelner Landrat. Der Landrat des Kreises Hammeln-Priumund, oder wie der heißt, Rüdiger Bottle, ist in seinem Büro, nämlich im Kreishaus, erschossen worden. Anschließend brachte sich der 74 Jahre alte Schütze, der das gemacht hat, selbst um. Und die Hintergründe der Tat sind natürlich noch unbekannt. Das heißt, ein Landrat wurde ermordet. Aber ich glaube, das interessiert euch alles gar nicht. Ihr interessiert euch lieber für das neue Call of Duty Black Ops 2 oder vielleicht für die PlayStation 4 und vielleicht für die Xbox 370 oder wie die heißt. Aus dem Grund haben wir jetzt Angeklagter im Gefängnis. Ja, der Boston-Attentäter ist endlich im Gefängnis. Der eine Bruder ist ja tot, der das geplant hat. Und der andere ist jetzt im Knast. Umfrage SPD steigt, Union rutscht. Was für ein Ding, das interessiert mich nicht. Und Chemieexperten nach Syrien, ja. Der liebe Assad hat nämlich Chemiewaffen eingesetzt in seinem Land. Schon irgendwie blöd, wenn man sein eigenes Land irgendwie bombardiert. Irgendwie völlig sinnlos. Sinnlos ist die Welt. Gemordet wird sinnlos. Frieden wird es wahrscheinlich nie geben. Aber dazu kann ich nichts sagen. Ja, Leute, ich freue mich jetzt schon in 2 Wochen wahrscheinlich mit euch wieder Call of Duty zu zocken. Nächsten Dienstag bin ich ja nicht online, aber übernächsten Dienstag wahrscheinlich online. Ich freue mich auf jeden Fall, Leute. Ich chill jetzt noch ein bisschen, muss jetzt noch einkaufen, Kantine Pralinen kaufen und so ein Scheiß. Und jetzt sage ich ciao.